Hallo meine lieben Freunde und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play. Man hat es zwar schon eben gesehen gehabt, aber ich zeige euch nochmal das Opening. Ich hoffe, ich kriege davon Ärger, sonst muss ich das einmal rausschneiden. Aber Game Freak Presents. Pokémon! Ach, die Musik. Ja, so viel nostalgische Erinnerung. Ein schönes altes Pokémon, klassisches. Ja. Man kann sagen, Let's Play, man kann sagen, alte Gen. Wer den Anfang gerade nicht gesehen habe, weckt bestimmt viele Erinnerungen, wenn man es schon sieht. Man sieht ein paar Staralilis. Und ein wunderschöner, naja, komischer Trainer mit Schelass. Im Pflanz-Pokémon. Ein hübsches Mädchen, das man auch aus dem Anime kennt von Pokémon. Lucia mit, ja, Pamflam. Und ja, das süße Wasser-Pokémon Plimpher. Habe ich ja schon gehört gehabt, dass sehr viele von euch beliebt sind. Und Pokémon Perl. Und damit herzlich willkommen nochmal zu Let's Play Pokémon Perl Edition. Ja, ich muss aber erstmal vorher noch den Spielstand löschen. Also, es war durch Start B. Da. Gespeicherte Daten löschen. Ja. Werden die Daten gelöscht, kannst du sie nicht wiederherstellen. Daten trotzdem löschen. Jo. Okay, alle Damen gelöscht. Ja, warum fange ich jetzt mit Pokémon Perl an? Eigentlich wollte ich doch Pokémon Saphir machen. Ja, das hat nämlich zwei Gründe. Erstens, es wird momentan ja immer noch sehr viel spekuliert drüber, ob Pokémon 4. Generation Perl und Diamant ein Remake bekommen. Und ich habe mir gedacht gehabt, ja gut, fangst jetzt nochmal einen alten Teil an, damit ich wirklich das auch mal davor gezeigt habe, dass es, falls ein Remake kommen sollte, wer weiß, ob es irgendwann kommt. Ich hätte nichts dagegen. Hoffe ich, jo, kann ich mit euch dann, ja, ein bisschen vielleicht auch noch näher bringen. Einfach so, um euch vielleicht so ein bisschen auch Lust daran wieder zu bringen. Und ich habe gehört, viele von euch mögen Pokémon, die 4. Generation. Ich gehöre auch zu den Leuten, ich liebe die Generation. Ich habe halt damals Diamant gehabt. Und weil ich gehört habe, Diamant und Platin feiern sehr viele von euch, da ist so, ja, ich auch. Kann ich auch verstehen, dass so viele die mögen. Aber Perl kannte ich noch nicht. Das ist ja der, sozusagen, der Spiegelbild-Diamant. Und ich dachte mir so, eine Generation, die ich noch gut im Kopf habe, aber interessiert mich mal, wie der Unterschied zu Perl dazu ist. Und eigentlich hat die Idee mich, Noah hat mich eigentlich auf die Idee gebracht. Deswegen, Noah, schöne Grüße. Ich hoffe, ich kann euch damit Freude machen. Ihr seid wieder mein Pokémon. Und ich hoffe, ihr habt auch mal wieder Lust auf die 4. Generation. Und vielleicht kommt ihr jetzt die so nächstes Jahr noch ein Remake. Und ja, falls es mal ist, kann ich euch hier schon mal mit diesem Projekt heiß machen. Haha! So, hallo du! Freut mich, dich kennenzulernen! Willkommen in der Welt der Pokémon! Ich bin Professor Eibe, aber jeder nennt mich einfach nur Pokémon-Professor. Zunächst möchte ich dich etwas fragen. Ist dies dein erstes Abenteuer? Wenn du Hilfe brauchst, bist du bei mir absolut die Adresse! Nee. Diese Welt wird vom Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Hier habe ich einen Pokéball. Bitte berühre den Pokéball in der Mitte. Ich kann mich noch an das Spiel erinnern. An dieser Stelle. Ich hatte das Spiel damals nicht gehabt. Also erstmal damals Diamant. Meine Mutter hat es mir gekauft gehabt. Ich glaube, Saturn war das. Vielleicht sogar ein Supermarkt. Meine Mutter musste dann noch einkaufen. Und ich hatte mein DS heimlich mitgenommen gehabt. Hab im Auto gewartet gehabt. Hab einfach schon angefangen zu zocken. Obwohl meine Mutter irgendwie, ich weiß nicht warum, irgendwie ein bisschen was dagegen hatte. Also ich soll nämlich immer die DS nicht manchmal nicht auf so kleinen Auto fahren. Bei dem irgendwie war da mal was. Und da habe ich einfach lang gezockt gehabt. Gut hat sie im Nachhinein auch für gut herausgesteckt. Meine Mutter hat sich ein bisschen verquatscht gehabt. Und ich war wieder, keine Ahnung, halbe Stunde, Stunde allein im Auto. Ich hatte Pokémon Diamant gehabt. Da hat meine Mutter dann aber auch nichts gesagt gehabt, dass ich den jetzt auch heimlich mitgenommen hatte. So.
berührt. Was kommt da raus? Manfaxo? Manfaxo ist doch nicht Sinnoh, oder? Wir Menschen leben in den Pokémon, leben in Freundschaft. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf, stärken so das Band, das sie verbindet. Und was ich tue, willst du wissen? Tja, ich widme mich der Forschung, damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen. Aber warum erzählst du mir nicht ein bisschen über dich? Are you a boy? Oder are you a girl? Verrät's mir, ob du Mädchen oder Junge bist. Ja, also es ist ganz klar, ich bin, wie ihr alle wisst, bin die Mose, bin komisch, bin verrückt, weiß was ich. Also, damit ist doch ganz klar, ich bin ein Mädchen. Ah, du bist also ein Mädchen? Wusste ich doch. Ja, bin ich. Verrätst du mir auch deinen Namen? Weil ich mag Lucia einfach lieber als Lucio. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Und deswegen nehme ich einfach gerne den weiblichen Char. Und ich meine, Lucia. Ich gebe zu, ich fand früher im Anime Lucia richtig super. Vielleicht habe ich sogar einen kleinen Crush auf sie gehabt. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Aber ich nehme mich hier wieder Nila. Nila. du bist also Nila? Ja. Gar nicht. Naja, also Nila, das ist aber mal ein schöner Name. Ja, und dieser junge Mann hier, ich glaube, das ist dein Freund. Ja, wie er wohl heißt? Dirk, Arnold, Armin, Basti, nein. Also, es ist mein Freund, richtig. Es ist ein guter Kumpel von mir. Und ich habe ihn sehr gerne. Und weil ich mir schon ein, zwei Pläne gemacht habe, weiß ich auch, wie ich ihn nenne. Felix. Das ist Felix. Felix, sagst du? So heißt dein Freund da so? Ich will mehr Platz mit deinem Tage gewesen, sonst hätte ich dir mir so Chaotix drunter gepackt, aber ich hoffe, Felix ist in Ordnung. Ja. Oder passt das doch? Moment, passt das noch rein? 1, 2, 3, 4. Nee, passt nicht rein. Na gut, dann tippe ich einfach mit der schnellen Nummer ein. So. Hey, ich hab doch stark. Achso, ja. So, Felix, sagst du, so heißt dein Freund also? Ja, das ist Felix. Nun, Nila. Die Zeit ist gekommen. Du wirst nun Abenteuergeschichte schreiben, auf deiner Reise zu unzähligen Pokémon und Menschen treffen. Und auf dem Weg durch die Welt wirst du viele interessante Dinge erleben. Aber du wirst auch hier viel über dich selbst erfahren, da bin ich mir sicher. Genug geredet, die Welt der Pokémon wartet! Und das klassisch schöne Schrumpfen geht los! Trotz anstrengender Bemühungen ist es dem Team nicht gelungen, das seltsame und eigentümliche Farben versehene Pokémon aufzuspüren. Das rote Gyarados ist bisher nicht vor dem entmutigten Team aufgetaucht. Und damit beenden wir unsere Berichterstattung über die Suche nach dem roten Gyarados. Ihr Jubelstadt TV, RTL. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Gleiche Welle, gleiche Stelle. RTL bleibt für immer. Ja. Das ist unser hübsches Mädchenzimmer. So richtig geil ist es gar nicht. So, was haben wir hier? Das ist eine Wii-Konsole. Ihr Controller ist eine Wii-Fernbedienung. Ach, die Wii. Schöne Zeiten. Geile Zeiten. Also, was ich nochmal einmal kurz anmerken darf, bitte. Und jetzt bin ich böse. Zwei Sachen. Einmal,
Na gut, eine Sache kommt gleich zu springen. Aber das erste ist, das ist mein allererstes 3D, also allererstes DS-Projekt. Ich habe das schon mal gestreamt, aber aufnehmen ist ja noch ein bisschen was anderes. Also bitte seid mir nicht böse, ich nehme das über Capture Cut auf und auch wenn es leider vielleicht nicht so ganz prall ist, ich hoffe, euch gefällt es trotzdem und ich hoffe, ihr genießt es. Also bitte seid nicht so streng mit mir. Ich muss mich noch mit dem DS aufnehmen, noch rein. Ja, probieren. Nila, Felix war kurz hier und hat dich gesucht. Ich weiß nicht, was der damit meinte, aber er sagt, es gibt einen Notfall. Felix, was hat mein Kumpel? Felix! Nila, geh nicht ins hohe Gras. Wilde Pokémon könnte dich angreifen, wenn du hohes Gras gehst. Das wäre nicht schlimm, wenn du ein eigenes Pokémon dabei hättest, aber... Ja, ist gut, Mama. So. Ich hoffe, die schwarzen Balken stören euch auch nicht so. Ich werde sie in dieser Folge mal noch drin lassen. Nächste Folge werde ich das Bild mal ein bisschen... werde ich mal versuchen, die wegzumachen. Also werde ich ein bisschen, ja, ich sag mal, strecken. Um einfach mal zu gucken, was euch besser gefällt, was mir auch besser gefällt. Aber für die erste Folge werde ich das erstmal so lassen, okay? Weil so ist es wirklich so, wie ich es auch kenne. So wirklich schön mit schwarzen Rändern an der Seite, so habe ich es auch damals gespielt. Ah. Bumm. Was? Wie? Oh, hey, Nila! Ey, ich gehe jetzt zum See. Und du auch. Ich beeil dich. Also, Nila, ich stelle dir 1 Million in Rechnung, wenn du zu spät bist. Ich will Ihnen übrigens ganz normal mit meiner Stimme sprechen, weil Felix nicht böse mit deiner Stimme kann ich nicht nachmachen. Du bist ne? Ich hoffe, es ist okay. Hab was vergessen. Ach, mein letzten Mädchen nicht warten, Felix. Ich bin ein nettes Girlie. Ich betrete jetzt das Heiligtum. Ein Jungzimmer. Ich nehme besser auch meinen Beutel und mein Tagebuch mit. Ja, man hat früher noch Tagebuch geschrieben. Oh, hey, Nila. Wir gehen zum See. Ich warte auf der Straße auf dich. 10 Millionen Strafe, wenn du zu spät kommst. Felix, ich hab doch schon kein Geld. Hör auf, mich pleite zu machen. Felix will mich bankrott sehen. Nicht cool, Felix. Dann gehe ich mal weiter und hole mir mein erstes Pokémon. Und ich. Hey, du hast doch auch Nachrichten im Fernsehen gesehen, ja? Du weißt schon, Suche nach dem roten Gyarados! RTL. Das geheimnisvolle Auftauchen eines wütenden Pokémon in einem See. Das hat mir doch zum Denken gegeben. Ich wette mit dir, bei uns im See lebt bestimmt auch so ein Pokémon. Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir ziehen los und suchen das Pokémon. Na gut. Schön, dass das Mädchen übrigens vorgehen muss. Ich bin ein hilfloses, kleines, bezauberndes Mädchen und Felix lässt mich vorgehen, damit ich zuerst gefressen werde. Haha, auf zum See, holen wir uns das rote Gyarados. Siehst du? Felix schubst mich ins Wasser und lässt mich dann auffressen. Was geht hier vor? Ein Professor mit einem Jungen. Professor, auch auf der anderen Seite gibt es nichts Außergewöhnliches. Ich muss mich wohl geirrt haben. Irgendetwas scheint anders zu sein als zuvor, aber... Egal, immerhin haben wir den See gesehen. Lucius, wir gehen. Was ist denn für ein komischer Name? Professor, Sie waren 4 Jahre lang fort. Wie gefällt es Ihnen, wieder in Sinnoh zu sein? Eines kann ich mit Sicherheit sagen. In Sinnoh gibt es zahlreiche seltene Pokémon zu untersuchen. Das Land ist wie geschaffen für unsere Studien. Verzeihung, dürfen wir mal durch? Sorry, Leute. Was sollte das denn, diese zwei? Hä? Nila, sehen wir uns das mal an. Was meinst du? Nicht ins hohe Gras gehen? Ach was, ist doch kein Problem. Wir werden nicht lang genug im Gras bleiben, um wilde Pokémon anzulocken. Das ist eine Tasche? Diese Leute haben sich hier vergessen. Was sollen wir denn damit machen? Wir können sie ihnen zurückbringen. Aber wer waren die? Ich habe gehört, wie einer von dem Professor gesagt hat. Ja! Ah, Pokémon! Was ist?
Sieh mal, das sind Pokémon. Wir nehmen jeder eines und kämpfen. Und welches möchtest du dann? Winstiglaub Schillas, möchtest du dieses Pokémon? Schimpanse Pamflam, möchtest du dieses Pokémon? Pinguin Plimpha. Wir nehmen Schillast! So, jetzt muss das Geschlecht noch stimmen, sonst habe ich ein Problem, ich habe den gespeichert. So, Starra Lily! Los! Schillast! Oh Gott sei Dank ist es das richtige Geschlecht. Okay, Schillas, Tickle-Attacke. Ha, Schundskiller schon ausgewichen. Nochmal Tackle. Wie wär's mal mit Angreifen, Starra Lily? Gut, dann halt nochmal ein Tackle. Volle Pulle-Pulle! Yeah, 16 Erfahrungspunkte. Boah, dein Schillas war einfach spitze. Aber mein Pamflam war viel besser als dein Pokémon. Felix, wenn du hier gerade zuschaust, deswegen habe ich... Also, es hat einfach gut gepasst. Weil, Felix, ich habe nämlich gesehen gehabt, dass Pamferno... Hieß er so, ne? Nee, warte mal, Pampyro, ich glaube, ja, also das ist die Entwicklung von Pamflam, dass es mit, ich glaube, sogar dein Lieblings-Pokémon war. Und ich habe eigentlich eh vorgehabt in dem Punkt, jetzt Schillas jetzt neben dem LP. Und da habe ich gedacht gehabt, so, wenn mein Rivale Pamferno kriegt, also hart mit Pamflam, dann passt das wie die Faust aufs Auge, dass du es bist. Ich hoffe, du freust dich drüber und hoffentlich reißt du mir nicht den Kopf ab, dass ich eigentlich, ich glaube, Barry heißt eigentlich im Normalfall, dass ich, ja... Barry sozusagen nach dir benannt habe. Ich hoffe, du freust sogar. Dabei gehören diese Pokémon nicht mal uns. Aber wir mussten sie kämpfen lassen. Bestimmt haben die Leute nichts dagegen. Oh, ihr habt die Tasche gefunden. Der Professor wäre an der Decke gegangen, wenn er das wüsste. Was? Habt ihr die Pokémon eingesetzt? Oh Mann, wie soll ich das nur dem Professor erklären? Diese Tasche gehört zum Professor. Ich bringe sie ihm lieber. Tschüss, Mann. Oh yeah. Was sollte das denn jetzt? Keine Ahnung, was da los ist, Nida. Aber lass uns gehen. Mein Pokémon wurde bei dem Kampf verletzt. Tja, meins nicht. Wenn wir nochmal angegriffen werden, könnten wir Probleme bekommen. Ach, ich liebe die Musik, die ihr spielt. Einmal zurück und... Lass uns gehen. Wir müssen diese Pokémon zurückbringen. Sie gehören nicht uns. Aber trotzdem, ich würde gerne mehr Zeit mit meinen Pokémon verbringen. Auf geht's, zacke. Und wir bringen die Pokémon zurück. Oh, wie schade. Hi. Hey, diese Leute da. Sie starren uns an. Lucius hat mir erzählt, dass ihr unsere Pokémon eingesetzt habt. Darf ich sie mal sehen, bitte? Schillas und Pamflam. Ja, so ist es also. Lucius! Ich gehe zurück zu meinem Labor. Ja, sicher. Professor, warten Sie! Ihr solltet unbedingt in unser Labor kommen. Man sieht sich. Was sollte das denn jetzt? Ich meine, wenn er sauer auf uns ist, warum schreit er uns nicht an? Einfach an. Und wieso will er seine Pokémon nicht zurückhaben? Nida, lass es nach Hause gehen. Mutti! Was gibt's, Schatz? Wow, das hast du alles erlebt? Ich bin so froh, dass es dir und Felix gut geht. Der Professor, den du erwähnt hast, ist bestimmt Professor Albe aus Sandgamme. Ich habe gehört, seine Studien zu diesen Pokémon sind berühmt. Aber er soll auch sehr einschüchternd sein. Nida, ich denke, du solltest ihn in Sandgamme besuchen. Du solltest ihm genau erklären, warum du gar keine andere Wahl hattest, als sein Pokémon zu nehmen. Ich habe keine Angst. Ich bin sicher, er wird sich verstehen.
Oh, ich habe hier noch etwas für dich. Hier, Nida, zieh hier an. Yeah, Turbotreter. Nach Sangama zu gehen, ist schon ein Abenteuer für sich, nicht wahr? Mit diesen Turbotretern kommst du viel schneller von einem Ort zum anderen. So, ich lese mal vor, wie sie verwendet. Halte B gedrückt und musst rennen. Na dann, ist das eben bereits praktisch. Tschüssi! Oh yeah, wir können jetzt rennen. Yeah. So. Da wir jetzt ja Schillas behalten dürfen. Mag süßes Essen. Stärke 14 Tacken, okay. Panzerschutz. Wie sieht man da? Ich glaube, ich weiß nicht. Kann sogar sein, dass vielleicht so ein perfektes Wesen ist. Ich weiß gar nicht, wie das hier noch geregelt ist. Hier ist das ein bisschen alles anders gemacht. Deswegen weiß ich, glaube, ich muss mich nochmal schon informieren, wie es hier mit dem Wesen ist. Ich glaube, vielen Generationen war es alles ein bisschen anders noch. So, und da ich mein erstes Pokémon gefangen habe, babüm, Shellest. So, natürlich jetzt, weil solange ich erst so rumquatscht habe, werden wir noch zur Sandgamme gehen. Und ja, ich hoffe, ihr wollt auch gern ein paar Pokémon sein. Ich würde Shellest noch nach wem benennen, sobald das geht. Und mein zweites Pokémon weiß ich auch schon, was ich haben möchte. Hi, ich habe schon auf dich gewartet. Bitte komm mal mit. Der Professor möchte mit dir gerne sprechen. Okay, mache ich. Siehst du? Das ist unser Pokémon-Labor. Wir gehen einfach durch diese Tür und... Ah! Phoenix, man rammt keine Dame! Was zum... Oh, du bist es doch nur, Lilo. Dieser alte Mann, er ist gar nicht unheimlich, aber er steht voll neben den Schuhen. Ach, was soll's, Nida? Ich mache mich hier vom Acker. Bis denn, ey! Was war das denn? Dein Freund scheint ja es ja immer sehr eilig zu haben. Nun, wie dem auch sei, gehen wir hinein. Hallo? Bitte hauen Sie mich, ich bin süßes kleines Mädchen. Da bist du ja endlich. Du bist Nida, nicht wahr? Zeig mir doch nochmal dein Pokémon. Ja, dieses Pokémon scheint ziemlich glücklich zu sein. Fein, dann werde ich dir das Schilder schenken. Professor, das ist nur dir gehört, müsstest du ihm einen Spitznamen geben. Ja. Und zwar benenne ich dieses Schilders nach einem sehr treuen Community-Mitglied, das mich schon echt lange aushalten tut. Und deswegen... Wo ist denn... Also wir haben es ja letztens im Stream, deswegen habe ich auch mal rumgefragt gehabt. Nenne ich es Sammy. Sammy, ich hoffe, du freust dich sehr darüber. Ich hoffe, es ist für dich in Ordnung. Aber wie gesagt, ich finde einfach, das passt einfach gut zu dir. Und, also, du hast selber gesagt gehabt, du magst Shellast und ich fand es sehr cool, ehrlich gesagt gehabt. Also, das haben wir in letztem Stream festgestellt gehabt, okay, Shellast, wir verstehen uns. Und, jo, also klar, ich mag Pamflam war eigentlich damals der erste Pokémon, was ich genommen hatte, als ich das erst mit dir mal gespielt habe. Aber ich habe gemerkt, in meiner Community ist Pamflam und Pimpfer sehr beliebt. Da mir gut, okay, das kann ich für Diamant und Perl noch aufsparen, weil ich das, Diamant und Platin, wie ich das mal mache. Aber Sammy hat gesagt, yo, Shellas ist auch cool, ich mag gerne Shellterra. Und da dachte ich mir so, ja, passt doch, jetzt habe ich einen, ja, weiß nicht, wie ich den Start benenne. Ich hoffe, du freust dich, Sammy. Ach so. Wie? Ja? Der Freund Felix hat mir erzählt, was mit sie passiert ist. Du sollst sehr gut kämpfen haben, aber dafür, dass dein erster Kampf war. Ich kann kein, dass der Band zwischen dir und deinem Pokémon wachsen wird. Und darum vertraue ich dir, stell das an. Junge, bin ich froh, dass du nett zum Pokémon bist. Andernfalls müsste ich... Ach, ich mag gar nicht daran denken. Können wir eigentlich das Thema zurück. Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Mein Name ist Albe, ich studiere Pokémon. Als erstes möchte ich wissen, welche Affen-Pokémon in Sinnoh leben. Um das herauszufinden, muss man mit Hilfe des Pokédex Daten sammeln. Und hier kommst du ins Spiel. Ich möchte dir diesen Pokédex geben. Kannst du damit Daten über die Pokémon in Sinnoh für mich sammeln? Gut geantwortet. Nida hat den Pokédex erhalten. Dieser Pokédex ist ein Hightech-Gerät. Er speichert automatisch dann alle Pokémon an, auf die du triffst. Nida, ich möchte dich bitten, überall hinzugehen, alle Arten zu Pokémon dieser Region zu finden. Ich habe den gleichen Pokédex wie du.
Als du zusammen mit deinem Pokémon über Route 21 gegangen bist, wie hast du dich da gefühlt? Ich bin bereits 60 Jahre alt, aber ich bin immer noch ganz aufgeregt, wenn ich in der Nähe von Pokémon bin. Du musst wissen, es gibt unzählige Pokémon auf dieser Welt. Und das bedeutet auch unzählige Nervenkitzel auf dich warten. Und nun geh. Nieder, dein großes Abenteuer beginnt. Der Professor hat mir um Hilfe gebeten, daher will ich ebenfalls daran arbeiten, Pokédex zu finden. So haben wir beide, du und ich, dasselbe Ziel. Ich werde dir später noch ein oder andere erklären. Einverstanden? So. Und damit, meine lieben Freunde, beende ich auch den ersten Part von Let's Play Pokémon Pearl. Ich hoffe, ihr freut euch über das Projekt. Und, joa, ich denke mal, ich weiß nicht, wie das alles kommt, ob alle zwei Tage oder alle drei Tage, muss man schauen. Ich habe noch schwer den bei offen, aber ich hatte einfach mal Glück, Lust drauf. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich das jetzt hier mache, statt Saphir. Aber Saphir mache ich wahrscheinlich dann einfach danach als Let's Play. Okay? Seid mir bitte nicht böse. Ich hoffe, ihr freut euch. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.